Hallo Leute und willkommen zurück zu Harvest Moon und ich denke mir gerade, wie Regen. Davon war nichts im Wetterbericht. Oder habe ich mich einfach nur vertan? Und Mauszeiger zum weg damit. Weiß nicht, ob ihr ihn überhaupt seht. Aber es regnet und das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich habe Honok herausgeholt. Gestern extra. Ich glaube, da wird es Sonic Breath. Aber es regnet wird. So, rein da mit dir. Rein in den Stall. Und ich muss dir nachhinein, da ich die Fürsten muss. Da ist Redezeit. Da. Fürsten. Nein, Fürsten. Das Pferd bürst nicht die Luft. Danke. Ja. Gut. Gehen wir gleich zu Bianca, sie wird nämlich so klein an. Also Bianca, das sieht aber heute glücklich aus. Fürsten. Melken. Noch immer nicht. Egal. Bianca darf sich Zeit lassen. Ja, hier noch genug. Und wo ist Hachi? Hachi! Komm her! Komm! Abmarsch rein ins Haus! Und sind wir noch erst halb acht. Gut. Im Haus. Wieder mal nicht gießen. Aber die Gießkanne muss trotzdem nachgucken. Die ist gestern nicht gemacht und ich bin... Ja, die ist vergessen. So, es regnet also, denke ich nicht, dass Marys Familie am Berg sein wird. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Warum? Ah, ich habe vergessen, die Äpfel erst zu verkaufen. 2, 3, 4, 5. So. Da rein. 1, 2, 3. Du nicht. 4 und 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das hat ja alles gestern und das war, dann gehen wir wieder raus. Ja. Gut. Da. Ich immer sage schon. Was soll ich noch viel sagen? Falls irgendwo Probleme mit dem Part irgendwo sind, weiß nicht, kann alles mögliche passieren. Asynchronität oder was auch immer. Bitte ich immer wieder, dass zu entschuldigen ist, tut mir leid, ich, das ist mein erstes Projekt, das ich mit Webs aufnehme. Und also mit Webs über den Emulator aufnehme. Und deshalb bin ich noch nicht so ganz vertraut mit dem Programm. Deshalb, ja, ihr habt schon öfters bei Harvest Moon gemerkt. Und das tut mir auch wirklich leid. Ich würde es ja eh lieber über normal spielen. Ich habe das Spiel irgendwo liegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur die Hülle gefunden. Deshalb ich glaube, dass hier Probleme auftreten können. Hallo, Mary. Das ist egal, du kannst ruhig zu mir kommen jederzeit. Ja, darfst du. Was sagst du noch? Selbst wenn ich begreifen werde, glaube ich nicht, dass jemand käme. Ja, ich wäre auf jeden Fall gekommen, Was sagt Papi dazu?
Oh Mist, es regnet. Ich hatte mich darauf gefreut, nach draußen zu gehen. Ja, das ist echt scheiße, Papi. Oh nein, es regnet. Basi wird enttäuscht sein. Ja, Mami ist auch traurig drüber. Alle sind traurig, es regnet. Ich bin froh, weil ich gar nicht gießen muss. Ich schäme mich jetzt ein wenig. Ein klein wenig. Aber nur bitte. Gut. Mal schauen. Wir haben eigentlich alles erledigt, also geht's wieder an Hacken mit der Ark der Verdammnis oder was auch immer, keine Ahnung. Wie heißt die nochmal, die 1000 Angriffspunkte dazu gibt? Diese Ausrüstungssauce, ich habe keine Ahnung. Ark der Verzweiflung oder so, keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal. Denn sie ist schlecht, aber ich weiß nicht. Ja. Nicht in einem Deck. Aber egal, reden wir nicht über so einen Scheiß. Und danke mit der Zucke. Und jetzt einmal umsonst draufgeschlagen. Zweimal um die Zucke zu sagen. Nein, nein, nein. Zwei und drei. Wie gesagt, diese Phasen sind immer so ziemlich live. Die werden normalerweise am gleichen Tag noch hochgeladen. Kann ich einen Tag Verzögerung kommen. Einen Tag zwischendrin wegen Rendern und spät Nacht. Ich keine Lust mehr hochladen an diesem Tag. Dadurch kann es zur Verzögerung kommen. Nur aber sonst normal müsste alles so ziemlich live sein. Und die alles nochmal am gleichen Tag noch. Deswegen könnt ihr mir immer wieder Tipps geben. Wenn ihr Videos seht. Und ich nehme Tipps nämlich immer gerne an. Wenn zum Beispiel Tipps habt, wie ich einfach an eine Powerperiode oder sowas rankomme. Würde ich mich so freuen, wenn ihr mir das sagen würdet. Denn ich könnte zwar nachschauen, aber nö. Da habe ich keinen Bock. Ich mach das ohne viel nachschauen. Eigentlich zu, ich habe nur nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut, dass mit den Hühnern und dem Butter, ob es da eine gute Möglichkeit gibt. Dadurch habe ich ja und nach dem Spind, glaube ich, geschaut, der sich aber als es gibt mich nicht herausgestellt hat. Egal, ich gehe jetzt wieder rein. Zeit haben wir noch genug und machen wir eh wieder so mit. Gut, dann wieder mal speichern und dann geht's auf zum nächsten Tag, der ein sonniger, schöner Tag wird. Und om nom, es gibt Sandwich. Gut, schauen wir uns das Wetter nochmal an. Gut. Halt sich da wieder mit raus. Was passiert jetzt? Ich stehe da mit meinem Hund. Ich glaube... Hey Tommy, ich bin's Bade. Was willst du, Alter? Ernsthaft? Was willst du? Morgen veranstalten wir auf meiner Ranch das Schaffest. Komm doch vorbei, wenn du magst. Jedes größere Schaf, das nicht krank oder trächtig ist, hat auch kein Stuhl teilnehmen. Auch sollte es nicht frisch geschoren sein. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr ein Schaf anmeldest. Nun, ich werde morgen auf dich warten, Tomer. Ja, ich komme auch nur, weil ich weiß, dass Mary kommt. Ich hoffe es zumindest. Gut, dann wieder mal an die Arbeit. Nein, falsch, scheiße. Also, für den Fehler kann immer passieren. Ja, passiert. Was passiert, kann man nicht ändern. Gleich ist passiert, dass da in der Mitte so ein Grasbüschel wachsen kann. Ich weiß nicht, wie ich da gespielt habe, wie ich mit dem Sprint gerade. Ich glaube, das für ein SNES. Habe ich damals gespielt. Da etwas Süßkartoffeln. Ja, da blühen Süßkartoffeln. Komm her zu mir.
Pop, 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 pop. Nein, den wollte ich nicht aufheben. Den wollte ich nicht aufheben. Ich wollte den Ball aufheben. So, hier. Hep. Hep. Und hep. Moment mal. Diesen wäre keine schlechte Idee. So, und die aber gehen auch noch. Ich weiß nicht, habe ich die schon gekürzt? Die ist aber nicht schlecht gekürzt. Anscheinend. So, du schießt mich auch hier noch einmal. Mach 5 und... rein mit den Äpfeln. Rein mit den Äpfeln. Komm, ja. Hep. Und... boom. Hier platzieren. Und dann geht's ab in die Hühner. Zu den Hühnern, die wieder irgendwo ihre Eier legen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und wieder mal 5 Eier. Ihr seht, der Herbst ist ziemlich ertragreich. 1, 3, 4, 5. Weil, vielleicht zeige ich mal die Statistik kurz. Für den Herbst. Wir haben 42.000 eingenommen und 31.000 ausgegeben. Natürlich ist dann, man verdient zwar im Herbst ziemlich viel, aber man gibt doch ziemlich viel meistens aus dadurch. Weil man halt im Herbst dann ideal, man hat ganz viel Geld und kann sich dann ideal die ganzen Sachen anschaffen. Wie die ganzen Sachen zum Ausbauen oder die oder neue Tiere und die ganzen Rucksäcke und so Zeugs halt, ihr wisst schon. Deswegen ist der Herbst immer so schön ertragreich, aber man gibt auch ziemlich viel, am meisten denke ich im Herbst aus. Der Winter, ja, wie wird mal schauen, wie ich den Winter hinkriege. Der wird am Anfang geprägt von Holz halt wahrscheinlich noch sein. Der wird ja eh schon bald noch 10 Herbsttage nach dem heutigen. Ich werde schauen, dass ich bis dahin mehr wie dann noch um meine Finger wickeln kann komplett. Und jetzt ist mein Mikrofon gerutscht, da ich mich am Ohr kratzen musste. Gut. Natürlich, ich komme dich jeden Tag besuchen und mache dir ein Geschenk. Wenn das im echten Leben auch so einfach wäre, wäre das super. Hier Mädchen da draußen. Wie wär's, wenn ihr nicht auch so werdet wie die Mädchen in Harvest Moon? Wir Männer bringen euch jeden Tag ein Kraut und reden mit euch und ihr mögt uns nicht mehr. Irgendein wildfremder Mann kommt und bringt euch ein Kraut oder so, was er irgendwo in der Wildnis gefunden hat. Redet mal kurz mit euch. Lasst euch einen Satz reden. Sagt überhaupt nichts, der Typ. Ich sage eigentlich nichts. Ja, ich sag genug, aber der Typ da drin sagt eigentlich gar nichts. Das ist so ein typischer Protagonist. Die halt nichts sagen. Hier bei Bianca waren wir auch noch nicht heute. Bianca sieht heute wieder glücklich aus. Und ich muss wieder die Bürste ausmachen. Bürst. Ein Herz kann ich schon messen. Noch immer nicht. Dauert noch. Gut. Auch egal. Wir wollen nichts übereilen. Gut, dann auf zu Konoka. Die ich jetzt nur reingehe. Da rein da. Pfeif. Ausweichen. Ausweichmanöver. Pfeif. Was tust du? Ja genau, so stehst du gut und raus mit dir. Komm, noch weg. Die Bürste habe ich eh schon. Bürste. So, und dann noch. Ah.
noch ein bisschen Holz hacken. Ja, wieder mal. Wir haben zu wenig Holz. Ja, wir haben ja schon fast 300. Dann fehlen uns noch 200, um unsere Scheine auszubauen. Ja, die gute alte Scheine, die dann ein paar Wörter später einfach Scheune heißt. Also richtig heißt. Aber ich will meine Scheine ausbauen. Nicht meine Scheune, ich will meine Scheine ausbauen. Also das, ich sag das immer wieder. Ich weiß gar nicht, dass das schlimm ist. Aber so schlimm, Leute, ist es nicht wirklich. Man merkt, die Namen hier haben, glaube ich, sind so typisch amerikanisch. Frauennamen bei den Frauen, bei den Mädchen. Da habe ich immer Popuri nicht unbedingt, aber Mary, Eva, Ellen, das sind so typische amerikanische Frauennamen. Ja, und wir haben hier noch mehr Holz für unsere Scheine. Unsere heiß ersehnte Scheine. 1, 2 und 3 mal. Gut, wir haben jetzt wie viel Prozent? 16%, das ist zu wenig. 330 haben wir. Und da ist noch mehr Holz. 1, 2 und 1 mal noch. Nicht vergessen. Und dann den Pilz hier mit einem Pilz. Und in meinen Rucksack. Zu dem Pilz da. Und dann noch einen. Dann noch Gras hier. Gras. Und noch ein Pilz. Gut. Gut. Haben wir den Part auch schon bald wieder. Ein bisschen Zeit hat noch ein paar Minuten. Aber ich denke, ich werde jetzt den Tag dann beenden. Und Part wird ein bisschen kürzer, aber es ist ja nicht schlimm, mal das kürzere Part. Schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Wie viel Geld wir jetzt wieder bekommen. 22.400 haben wir, das ist eine schöne Zahl. Ich pfeife noch ein Hündchen und da kommt der Typ. Hallo Hachi. Und dann nimmt er zu uns mit, bla bla. Ja, mal schauen. 376 Holz, das ist nicht schlecht. Wir können 1, 2, 3, 5, 6 Bäume, wenn ich mich nicht täusche, pro Tag holen. Ja, 24.000, also wir haben 2.000 ungefähr bekommen. Fast 1.970. Nicht genau. Aber, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und ciao.